Klaus Schenkra von Stauffenberg, Oberst und Widerstandskämpfer. Klaus Philipp Maria Schenkra von Stauffenberg, geboren am 15. November 1907 in Jettingen, Bayern, war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die herausragende Persönlichkeit des militärischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Er führte eigenhändig das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler im Führerhauptquartier Wolfschanz in Ostpreußen aus und war als Stabschef beim Befehlshaber des Ersatzheeres, federführend an der Planung des Staatsstreichs gegen Hitler, der sogenannten Operation Walküre, beteiligt. Stauffenberg entstammte einer konservativen Offiziersfamilie und bevor er zum aktiven Widerstandskämpfer wurde, sympathisierte er zeitweise sogar mit den militärischen und politischen Zielen des Nationalsozialismus. Ein Zitat von ihm beweist seinen Sinneswandel während des anfänglich begrüßten Krieges. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. Am 20. Juli 1944 wurde Stauffenberg in Hitlers Befehlszentrale Wolfschanze bei Rastenburg kommandiert, um dort über geplante Truppenaufstellungen zu berichten. Es war die Gelegenheit, den Diktator zu töten und die Operation Walküre auszulösen. Er flog am frühen Morgen des 20. Juli mit seinem Adjutanten Oberleutnant Werner von Haften von Rangsdorf bei Berlin ins Führerhauptquartier nach Ostpreußen. Die geplante Besprechung mit Hitler wurde allerdings wegen eines Besuchs des italienischen Diktators Mussolini unerwartet eine halbe Stunde früher angesetzt. Es gelang Stauffenberg deshalb nur noch eine von zwei mitgebrachten Bomben scharf zu machen. Er stellte die Tasche mit dem Sprengsatz unter den Besprechungstisch und verließ unter dem Vorwand, noch einmal telefonieren zu müssen, den Raum. Die Sprengladung detonierte um 12.42 Uhr in dem mit 24 Personen besetzten Raum. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Ein gerechtes Schicksal hat das Verbrechen missglücken lassen. Hitler aber und 19 weitere Anwesende überlebten den Anschlag. In dem Tumult nach der Explosion konnten Stauffenberg und von Haften rechtzeitig die Wolfschanze verlassen, um nach Berlin zurückzufliegen. Gegen 15 Uhr informierte Stauffenberg vom Flugplatz Rangsdorf aus General Olbricht über das geglückte Attentat und fuhr ins Oberkommando der Wehrmacht nach Berlin. Erst jetzt, fast drei Stunden nach dem Attentat, wurde die Operation Walküre ausgelöst. Es sah so aus, als würde der Staatsstreich gelingen. Aber am frühen Abend stürmte das Wachbataillon Großdeutschland unter dessen Kommandeur Ernst Rehmer das Oberkommando der Wehrmacht und verhaftete die Widerständler. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Brennungen keine Verletzungen erlitten. Klaus Schenkra von Stauffenberg, Werner von Haften, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim und Friedrich Olbricht wurden noch am Abend des 20. Juli verhaftet und standrechtlich erschossen. Die Exekution fand gegen Mitternacht im Hof des Oberkommandos der Wehrmacht in der Bendlerstraße, der heutigen Stauffenbergstraße, statt. Am folgenden Tag wurden die Leichname der Erschossenen zusammen mit Ludwig Beck, er hatte sich selbst erschossen, hier auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof bestattet. SS-Chef Himmler ließ sie aber zwei Tage später wieder ausgraben und im Krematorium Wedding verbrennen. Die Asche der Toten wurde dann auf den Rieselfeldern an der östlichen Stadtgrenze Berlins verstreut. Der Gedenkstein aus dunklem Granit hier auf dem Matthäuskirchhof erinnert an diese Ereignisse.